Hallihallo, ne? Und herzlich willkommen zu einem weiteren Dead Island 2 Stream. Genau da, wo ich letztes Mal aufgehört hatte. Ich hatte gesagt, ich wollte zurückwandern nach dem letzten Stream. Das habe ich leider Gottes nicht getan. Hatte leider zu tun. Aber wir können ja jetzt zurückwandern. Ich höre einen, aber ich sehe ihn nicht. Naja, ist auch nicht so weiter wichtig, ne? Unser Ziel heute. Wir wollen auf jeden Fall mit der Hauptstory ein bisschen weitermachen. Bei Nebenstory haben wir momentan nicht wirklich was. Hallo? Wer da? Ich bin's zumindest. I'll show those CDC fucks who's immune. Wenn überhaupt noch welche von denen leben. Einmal kurz die Karte gucken. Das ist dieses schwarze Etwas hier. Irgendwas hat er geschrien schon wieder. Hallo! Ein schöner Start. Der erste Zombie wird einfach instant mit einer Granate abgeworfen. So gehört sich das. Ja, bei mir bleibt das Katana nicht mal stecken. Wie schaffen die es, einen scheiß Schraubschlüssel in deren Kopf zu jagen und dass der stecken bleibt? Also die in der Sequenz. Darf ich in die Gebäude hier nicht rein? Das ist aber schade. Oh, ich hab geblockt. Also ist das schön, sie einfach wegkicken zu können. Ach, hi. Dachte mir schon, dass du aufstehst. Hä? Wie? Wo? Was? War ich doch gar nicht. Ein Moment. Ich kümmere mich gleich um euch. Ich sagte, ich kümmere mich gleich um euch. Ach, machen wir es so. Maul halten da oben. Komme ich auch so gut dran. Ich wollte mir doch nur einen Burger holen. Hallo? Ich hätte gerne einen Hamburger. Warum kriege ich meinen Hamburger nicht? Warum? Gib mir meinen Hamburger! Ich hab Hunger. Ach, schon wieder eine Kiste. Luigi's Miglia-Schlüssel. Oh. Das war ein Fehler. Papa. Ich weiß, du hast dir gewünscht, dass Luigi Jr. den Laden übernimmt, aber du machst dir nicht die geringste Vorstellung, was für ein Idiot mein kleiner Bruder ist. Er ist unhilflich zu den Gästen, faul und er verschwindet 10-mal täglich ins Klo.
um die Wände voll zu schmieren. Das Folgende ist alles letzte Woche passiert. Montags Juni verschwindet zur Mittagszeit mitten im größten Andrang für eine Stunde und kommt mit Augen zurück, die röter sind als der Teufel. Betty sagt, sie hat gesehen, wie er unter dem Pier mit ein paar dubiosen Gestalten umgegangen hat. Dienstag. Er setzt deine geheime Marinara-Soße durch Ketchup. Und ein Kunde sieht, wie er sich mit einem Pfannenwender am Hintern kratzt. Als der sich beschwert hat, hat er ihn als Gitrul beschimpft. Was ist denn ein Gitrul? Kann mir einer erklären, was ein Gitrul ist? Mittwoch verschwindet erneut mit dem Ladenschlüssel für 40 Minuten und als ich nach Feierabend die Kasse kontrolliert habe, fehlten 60 Dollar. Donnerstag, als ich zur Arbeit komme, sind die Läden unten. Ich gehe nach hinten und finde Junior bei einem Nickerchen neben der Mülltonne auf dem Boden. Und jetzt ist er schon wieder weg und hat die Ladenschlüssel mitgenommen, sodass ich den Laden nicht abschließen kann. Hier ist die Hölle los. Überall sind Soldaten und ich habe Schüsse gehört. Ich habe mich auf dem Klo eingeschlossen, um sicher zu sein. Und die ganze Zeit ist er da draußen, irgendwo und dröhnt sich zu. Ich hoffe, er kommt in Schwierigkeiten. Das meine ich nicht ernst, Papa. Und ich habe ihn lieb und ich habe Angst. Und ich habe ihn auch lieb, Sophia. Ach, das war eine Frau. Also, was zum Geier ist ein Gitrul? Und in dem Pier hängt der ab. Das ist wahrscheinlich ein Hinweis, wo ich den Schlüssel für die Lagerkiste bekomme. Einen Moment. Ich kann ja einmal unter dem Pier gucken gehen, ne? Bevor ich da auf dem Pier gehe. Ich möchte ja nichts dagegen. Ja, ganz nach vorne sein. Suchen wir den Jungen, der sich ständig zudröhnt. Hallo. Müllfressen ist ungesund. Die Zeitlupe war unnötig. Hallo, such jemand mit einem Schlüssel. Ist der hier zufällig? Ich habe was angemacht. Weiß jetzt nur nicht, ob es sinnvoll war. Kann hier hochklettern. Hallo? Warum kriege ich Schaden und der nicht? Danke. Ich glaube, ich mache den Generator mal wieder aus. Unter dem Pier scheint nichts zu sein. Aber ich habe zumindest nachgeguckt. Ich schock den Mann nicht. Ich weiß, wie das ausgeht. Hallo?
Er hat für eine blutige Spur gezogen. Finger weg vom Müll! So, meine Bombe hat doch bestimmt schon Boom gemacht, ne? Nee, hat sie noch nicht. Die braucht ein bisschen. Nachricht. Zombokalypse Clubregeln. Zombokalypse Clubregeln. Zutritt nur für höhere Semester der Craven High School. Keine Gespräche über Eltern oder Familie. Keine Musik über Lautsprecher. Kopfhörer sind Pflicht. Haarspray ist einzig und allein für die Herstellung von Flammenwerfern da. Nicht zum Stylen von Frisuren, Ashley. Es müssen immer zwei Personen nüchtern sein. Keine Ausnahmen. Okay. Sind eigentlich gute Regeln. Abgesehen davon mindestens zwei, am besten alle. In so einer Situation sollte man sich nicht zusaufen. Alle höchstens als Molotow-Cocktail benutzen die Dinger. Okay, hier komme ich nicht durch. Hi! Da sind viele Freunde! Da war die ganze Nachbarschaft, um Party zu machen. Die wollen alle in diesen Zombo-Club. Schon wieder eine Nachricht. Oh, das nehme ich. Camper der Delfin. Hey everyone. Big day. Night. Mal wieder eine laute Nachricht. Due to the crisis, our beloved friend Scamper is retiring from performing and is now off to go be free in the oceans. We're Ops, I'm sorry, but we don't have time to drag this out. Okay, I know. I just got to get him moving. Go on, dummy. Don't make this harder than it needs to be. You've got to go now. Scamper, this isn't playtime. Come on, swim away. Aubrey, what's happening? He's scared. Scamper, what's gotten into you? Scamper never tackled me. Scamper war da schon angesteckt. Scamper! No! Get off him, you! Ah! Aubrey! No! It's... Aubrey! My leg! Hey! Hey! What are you doing down there?
got to... Jetzt wissen wir, wo Scamper Angst hatte. Zombies, die aus dem Wasser kommen. Aber ich dachte ehrlich gesagt eher, dass der Delfin auch angesteckt wäre. Oh, ich hätte jetzt gerne Bock auf ein Eis, auch in Real Life. Ist bei euch auch so warm? Schwitzt mich den halben Tag tot. You guys seen Dr. Bundy? Ich glaube nicht. Das sah schon cool aus, wie das Ding in der Luft geplatzt ist. Oh, da ist Dr. Bundy. Den Fetten erstmal ausschalten. Oh, Bundy! There you are! Brutzel, Brutzel. Den brauchst du nicht. Spy-Cobra. Ich habe Spy-Cobra gelernt. Du kannst es nicht drin halten. Halte im Raserei im Modus R1, um kausische Galle auf nicht ahnende Zombies zu spucken. Zu kotzen. Ja, kann man mal ausprobieren. Got the keys. Und in die Geschäfte hier kann ich nicht rein? Da war noch ein bisschen Kotze. Kurz nochmal Chatfenster angepasst bei mir. Es sind so viele Energy Drinks, die die Frau sich reingezogen hat, ne? Müsste ja eigentlich komplett überdreht sein. Oder den schlimmsten Dünnschiss ihres Lebens haben. Na dann, ich will zum Vergnügungspark. Get to the end of the pier, get this stupid laptop, and get the fuck out of here. Oh, klingt doch easy, ne? Was wir vorhaben. Einfach nur das Teil holen. Ich lasse das Ding, glaube ich, mal zu. Habe ich weniger Stress. Oh nee.
Dann wieder diese Momente. Bei euch funktionieren die Granaten immer wunderbar. Was. Entry 1487. Hi. State your name, please. Lydia Chen. Is this a footstep? Move back. Have you had alcohol in the last 24 hours? No. Are you currently on any medications? No. Goody. Then this will just take a second and you can join the others. You find anyone yet? Anyone immune? That's confidential. Sure. If you were to find someone, you'd announce it, like, immediately, right? Lady. Like I know. Ich glaube, da ist nicht gerade ein Rosiges passiert. Also. Da kann ich nicht hoch. Die Musik hier ist voll bedrohlich. Komm ruhig ein bisschen näher. Ich hab hier was Schönes für dich. Du wirst das bestimmt schockierend finden. Ne, Gustav? Sorgen für dich, haben wir auch noch eine Elektropackung. Fehlt irgendwie der halbe Körper. Obwohl du am Boden lagst, habe ich dir trotzdem einen Dropkick gegeben. Ist einfach wunderschön, sie jedes Mal dadurch wegfliegen zu sehen. Hier schon wieder eine Nachricht? Das war gerade eine fiese Aktion von dir. Erstmal gucken. Von Sid. Lebst du noch, Alter? Ja, Mann, die Soldaten sagen, wir können uns morgen anstellen. Wir schlafen heute Nacht im Frachtcontainer und Bill. Auf dem Pier, die Boote für heute Abend wurden gestrichen, weil das Meer zu stürmisch ist. Die wollen uns noch nicht nochmal alle registrieren. Deshalb sitzen wir in dem Gebäude am Ende fest. Windig, aber immerhin gibt es ein Dach. Was für ein Rotz. Wenn du herkommst, geh nicht zu dicht an die Kante. Das ist rutschig. Alter, so eingeschickt bin ich auch nicht. Immerhin, so ein Typ hat sich zum Picken rausgeschlichen. Ich schaue aus dem Fenster, er steht an der Kante, ich schaue weg, höre einen Schrei, weg ist er. Gesprungen, ausgerutscht, du schreist nicht, wenn du es absichtlich machst. Wahrscheinlich. Bin im Augenblick völlig durch, echt traurig. Die alte Lady fleht die Soldaten an, ins Wasser zu gehen und ihn zu suchen. Aber es ist zu dunkel und zu gefährlich. Wahrscheinlich wird er irgendwann tot am Ufer angespielt. Also bleib weg von der Kante. Okay, okay, ich hab's verstanden. Und habe ich den Teenie gut hinbekommen? Ich hoffe es einfach mal.
Warum klebt ihr jeden halben Meter irgendwas? Oh yeah? You think you're so scary? Kann ich Moonjumps? Darf ich damit fahren? Oder werde ich auf den ersten Zombie-Clown treffen jetzt? Komm, lass mich eine Runde spielen. Komm schon. Nur einmal. Oh, Air Hockey habe ich früher so gern gespielt, ne? Hab ich auch immer irgendwer dafür gefunden. Warum hat der jetzt einfach die Waffe weggezogen? Nein, ich wollte den Kopf abbrennen. Oh, eine Schrotflinte. Home front the revolution. Ist so irritierend, dass es zwei Pausetasten gibt. Die Schrotflinte hat auf jeden Fall Wucht. Und sie hat nicht so eine hohe Feuerrate wie meine. Ich suche eine bessere mit der gleichen Feuerrate. Mir klebte ein Karton fest und deswegen konnte ich gerade nicht laufen. Was sollte das denn? Sieht doch 100 Pro was, wenn ich da durch will. Out of juice. Stromleitung, wo führst du hin? Ist hier irgendwo ein Stromgenerator? Da ist ein Feuerlöscher. Suche etwas, das Strom generiert. Okay, hier treffe ich jetzt was. Hallo? Just need to get the power working again. Another slimy pile of innards. Shit. Lass das mal stehen, vielleicht kann ich es noch für mich nutzen. Ist mir erst die Nachricht, bevor ich es anmache. Oh, ist keine Nachricht. Pyro. Neue schlechte Fähigkeit. Autofahrenfähigkeit, fackel alles ab. Im Raserei-Modus, im Flammen deinen Nahkampf und Überkopfschmetterer. Aber für Zombies. Allerdings wird dadurch zusätzliche Raserei aufgebaut. Na gut, bringt mir jetzt gerade nicht sonderlich viel. Ich rechne mit einer Sequenz. I see button, I press. Ja, das kenne ich. Ooh, shiny. More. This, this, and this, and this, and this, and this. Yep.
Perfect. Now we're talking. Ich krieg keinen Besuch? Ich dachte, ich krieg instant Besuch, wenn ich die Knöpfe drück. Are you following me? Pervert! Spieler 1 bereit, töte sie alle. Oh, ein neuer Schreier. Dieser Schreier macht Elektrizität. Als ob die normalen schon nicht anstrengend genug waren. Take-Schreier. Na gut, die brauchen ja auch irgendeine Aufbesserung, ne? Und die können auch dieses elektrisierte Gehirn abfallen lassen. Sagt mir irgendwer, ich könnte dieses Herz bekommen? Nee. Der dieses Herz droppt, der fehlt offenbar noch. Oh ja, ich geh gern auf den Rummel. Der hat mir sogar das Hirn gegeben. Darf ich jetzt eine Runde spielen? Bitte. Ich habe auch artig gefragt. Komm, einmal Flipper. Ich schlag den Highscore. War doch dieses Tanzspiel, oder nicht? Riesam öffentlich. Shit. This is like crack to the moaners. Ach Peggy, warum habe ich dich nur weggepackt? Das ist die schönste Waffe von allen. Du stehst hier schon so schön. Easy. Ich guck grad nur, ob hier irgendwas rumliegt. Hallo, ich würde gerne einmal mit dem Scooter hier fahren. Darf ich? Keine Antwort. Unhöflich. Lebt wahrscheinlich hinter der Kasse. Von der anderen Seite. Okay, Personalschlüssel für Fotokabine. Wo ist denn Fotokabine? Ach, das ist Fotokabine. Ein Kuroki. Schwerer Einschlag. Wieder eine Autophage-Fähigkeit.
Fragenfähigkeit, hau rein, schwer angefallen, einen großen Schaden tut, aber sie entziehen dir auch Gesundheit. Nein, danke. Lass mal stecken. Die Clowns nach Hause schicken. Clown. Ich hoffe doch sehr, dass ich nicht gerade in der Umkleide habe Stiefeln sehen. Du sollst doch nach Hause gehen. Hier für die nächste Show bereit sein. Krieg das doch mal in deinen Dickschädel. Du hast einem Kind den Schädel gespalten. Ich habe doch keinen Einfluss auf die Schwerkraft, besonders dann nicht, wenn so ein Gehör mir die Show vermasselt. Das sagst du im Zusammenhang mit einer rotierenden Hantel? Der kleine Scheißer hat es doch verdient. Ich weiß genau, was passiert ist. Ich war da. In den 70ern hätten wir das unter den Teppich kehren können, aber heutzutage hat doch jeder ein Smartphone. Ich habe doch keinen Fehler gemacht. Ich geh nach Hause, halt die Klappe. Ich regle das. Wenn du mich noch einmal ignorierst, bist du gefeuert. Du kannst mich nicht feuern, du Bastard. Mein Gesicht ist auf allen Plakaten. Butch ist deine Hauptattraktion. Die Fahrgeschäfte sind die Hauptattraktion. Du bist ein Nebenprogramm. Und der Gesicht kann ich jedem Muskeldeppen mit riesen Latschen aufmalen. Ein schlechter Clown. Und offenbar auch mit Aggressionsproblemen. Ferris Wheel. Kinda too chill for a ride, if you ask me. Ich würde trotzdem gern drauf. Wir müssen hier nirgendwo was drehen. Die Zombie-Menge hier ist erstaunlich gering. Also klar, die warten da unten ja alle am Pier. These things are always locked. Lass mich rein. Go on it? Oh, I'm definitely going on it. Ich gehe da gleich drauf. Sieh denn nichts? Brauche ich dafür einen speziellen Schlüssel oder wie komme ich da rein? Ja, ich brauche einen Schlüssel. Ihr wisst, womit ich rechne. Gerade bei so einem Riesenrad. Need to stop it first, though. Mann! Immer wenn ich denke, eine Sequenz kommt. Kommt keine. Ja, vordringen ist nicht erlaubt hier. Only I get to ride the big spinny thing. Brigitte, geh doch mal aus dem Weg. Welche Herausforderung habe ich geschafft? Jägerwaffen? Bleib einfach liegen. Da war etwas Sprengendes hinter mir. Hier kommen aber viele.
Okay, ich muss drauf. Noch nicht. Was ist das denn jetzt? Told ya. They won't mind a quick shakedown. Irgendwer von denen hatte die Schlüssel. Hey, und eine schlechte Karte. Explosiv, explosiv. Das klingt lustig. Krankbar. Ach stimmt, ich hätte ja auch Raserei nutzen können. Warte mal. Wollte es mal endlich nutzen. Selber das Zeug spucken, um mir selber so auch zu verpassen. Wäre bestimmt gerade nützlich gewesen. Perfecto. Warum habe ich erwartet, dass hier drin auch noch mal einer sitzt? Und damit fahren. Ach, jetzt. Also, ich lag richtig mit Sequenz. Ja, ich darf eine Runde fahren. No way! Ja, higher! Ich würde sagen, er ist der gefeuerte Clown. Neue Art von Monster, zu gut. Also neuer Zombie-Typus. Boah, der ist auch irre schnell. Fun never stops around here, man. Den muss ich 100 Pro gleich noch bekämpfen. Ein Zombie-Clown, der auch noch was auf dem Kasten hat. Das wird angenehm. One sneeze and that whole thing's falling apart. Was ist denn da explodiert? Wo will ich durch? Ich will einmal damit fahren. Irgendwie habe ich mehr erwartet. Ein annehmbares Hackmesser. Irgendwann ralle ich mal. Da das System. Ach, so ein Messer ist das. Die Schaufel verkaufe ich.
Apropos Schrotflinte. Frage nochmal gestellt, wo will ich jetzt rüberklettern? Ich sehe schon, dass es Kampf wird, da hinzukommen. Ach, hier will ich durch. Danke, das nehme ich. Hallo, wer zu Hause? Ich will mich über einen Ihrer Mitarbeiter beschweren. Der hat mich auf dem Riesenrad angegriffen. Entschuldigung, ehemaligen Mitarbeiter. Oh, Hauptplan. Agilitätsvorteil. Kann ich ihn nur auf Knarren packen? Ja, das packe ich mal da drauf. Und die Nachladezeit bei der Waffe zu verbessern wäre auch ganz gut. Medikits zugepackt. Da hat sich einer nicht um die Wartung gekümmert. Ich muss den Clown 100% noch mal bekämpfen. Sieht man von hier aus zufällig die Armada da hinten stehen? Nee. Unfall. Stupid clown fucker! Ich sag doch, den müssen wir noch bekämpfen. Sollte ich überhaupt mit Granaten werfen? Das Ding sieht so schon einbruchsgefährdet aus. Hat der PC das überhaupt überlebt? Also dieser Blood Drive? Hier ist doch alles angefackelt. Mann, warum habe ich immer die Stalker? Der wird mich jetzt da oben wahrscheinlich angreifen. Gehe ich jede Wette ein. Ew. Looks even worse up close. Okay, this thing looks like a laptop. Hopefully not melted. Muss auch noch frisch gewesen sein, wenn das Feuer noch brennt. Wird doch 100 pro jetzt von dem Clown hier irgendwo angegriffen. Warum kriege ich hier so viel angekuppeltes Holz? Wo siehst du einen Laptop, Mädel? Da. Einfach, weil ich schon damit rechne. Found ya. It's okay, man. You won't be needing this anymore. Let's see.
Yeah, baby. We got this. Hi. Hey! Thought I told you, idiota! Gross. Almost. Du machst nicht kaputt. Hijo de puta, cabrón! Keep away from me, you slimy motherfucker! No! That's it! You and me, right now! Das war Butchu. Der Clown, den wir in der Nachricht gelesen hatten. Ich denk mal, Arm abtrennen. Oh, du bist gegen sowas immun. Okay. Peggy! Scheiß drauf! Wie immun! Merda, you healing? That's some sneaky bullshit! Wie heil? Nee, nix da! Alter, der wehrt meine Schüsse einfach ab. Was ist das jetzt schon wieder für eine Herausforderung? Schlachter heißt die Zombie-Art. Okay, ein paar Schüsse mit Peggy gegeben. Kabumsal! Ich muss mir gleich mal seine Arme angucken, wenn er tot ist. Mich so anspringen, dann muss ich mich wehren. Ich weiß schon, warum ich keine Clowns mag. Ey, mit den anderen gar nicht so wirklich aufhalten. Halt ist halt so fies. Scheiß drauf. Schlachter. Was ist mit seinen Armen? Vor allen Dingen, von denen gibt's dann hin später sogar noch mal eine Unterart. You regret it? Funny fucker. Ich wollte mir eigentlich die Karte angucken. Neuer Fähigkeiten-Slot. Das ist ja nett. Weißt du, was ich mir dann zurückhole? Das hier. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, wie die Fähigkeit hieß, die ich bekommen habe.
Perfekt. Und stand da nur neuer Fähigkeiten-Slot. Ich habe da jetzt halt gerade null drauf geachtet. Warte mal, ich will noch mal Sammlerstücke. Zompedia, was kann der denn alles so droppen? Neben dem hier. Die haben diese Klingenarme. Wenn ich das richtig sehe, ist da ein Knochen rausgewachsen irgendwie. Hier liegt ja auch noch der Zombie. Aber guck mal, der Knochen ist irgendwie so länglich rausgewachsen. Scheiß Vieh. Warum ist der Laptop noch intakt? Doc, are you there? Hey, do you have it? Ah, ich habe den Clown getroffen. And I managed to not die getting it. Well, obviously. I need you and that tech back here ASAP. We got a world to save. All right. Jeez. Ich versuch's. Diese Schlachter werden jetzt überall auftauchen. Ich muss mir merken, dass die Pistolen abwehren können. Kranken Zombie, der Kugeln abwehrt. Ja, wo komme ich denn nach Hause? Ach, da ist die Tür offen. Wo ist die Tür offen? Hier ist eine Schnellreisestation. Ist hier eine Schnellreisestation? Scheißteil. Und da fragt man sich, warum alle Welt Clowns hasst. Oh. Oh. Sequenz. Whoops. My bad. Whoa. I don't remember this ride. Whoa. Time to go. Kind of fun. Whoa. Whoa, fuck. Nearly there. Bin ich froh, dass ich das nicht selber laufen muss. Laptop, you stay with me. Da vorne ist ein Nebenquest. Also, ab sofort hassen wir Clowns noch mehr, als wir es eh schon tun. Die Waffen sind eh leer. Oh, eine Flaschenpost. What's that? So someone's stuck. Maybe they're still in the restaurant. Flaschenpost. Ach, vielleicht will die auch mittlerweile wieder was von mir haben, ne? Nee, das ist Scamper der Delfin. Urat. Ach, hier bei dem Teil habe ich nie alle Dinger wirklich eingesammelt. Flaschenpost. Oh, welch grausames Los, das Schicksal mir zugewiesen hat. Die IP-Evakuierung durch abgeschmackte Schwachköpfe verwehrt.
die Soldaten spielen, Kontakt zu meiner riesigen Online-Fangemeinde durch Medien-Blackout blockiert und jeder mögliche Fluchtweg durch ausgehungerte Bestien versperrt, die ihre Beute unbesehen verschlingen, anstatt sie zu genießen. Na, sie genießen die nicht, das stimmt schon. Und so sitze ich, Anthony R. Oliver, der führende Experte für feines Essen in Westkalifornien, nur alleine hier, gestrandet in einer Jauchegrube, die wiederholt als das am stärksten überbewertete Seafood-Lokal in der Stadt der Enge bezeichnet habe. Welche Ironie, dass ich meine letzte Zuflucht nun am Grund des Buckets am Pier finden soll. Am Grund des Buckets? Und doch hat dieser Witz von einem Seafood-Unternehmen auch sein Gutes. Meine Verteidigung hält stand. Und für einen Verhungernden ist selbst Abfall das reinste Ambrosia. Und die kaum mittelmäßige Weinauswahl gewährt mir die Möglichkeit, die Einschränkungen der Technologie zu überwinden. Und eine Botschaft aus dieser Stadt herauszusenden. Sollte nicht bald Hilfe eintreffen, fürchte ich, diese Mauern werden zu meinem Mausoleum werden. Als diese Worte einen sicheren Ort erreichen, schickt eure Kavaliere zum Santa Monica Pier und rettet mich, rettet meine Stadt. Und sollten dies meine letzten Worte sein, möge die Welt den Namen Anthony R. Oliver im Gedächtnis behalten, der den übelsten Fraß überstand, den diese Welt eine Stadt zu bieten hat. War das Gordon Ramsay? Wo ist denn Buckets? Meter in der Richtung. Warte mal, Karte. Ach, wieder da rein. Da oben ist ein Schlachter-Hotspot. Hello? Come on, please be there. Hello? It's Hannah. I'm trying to reach a certain badass. You know who you are. I see where this is going. You lost another one, didn't you? It's you. Thank fuck. And yeah. Dez hasn't checked in, and I'm starting to get super worried. You, up for rescuing another damsel in distress? Oh yeah, you know me. So where's this Dez at? The Reverend Dr. Ms. Desiree likes to play with volatile chemicals and went to raid the CDC's stash on the beach. So I guess I'd start there. Gotcha. I'll check it out. Ich finde die also hier. Noch mal eine Nebenquest. Liken und abonnieren. Ach so, die schon wieder? Warum sind hier direkt drei Nebenquesten? Ich weiß, dass es eine Sequenz gibt, wenn ich dich anspreche. Aber eigentlich wollte ich doch diesen Kritiker suchen. Ja, ist ja gut. Ich komme ja sofort. Get over here! Amanda? Seriously? I thought you were heading to Emma's. I know, but I am so happy you're here, bestie. Because, like, I may have possibly maybe legitimately got stuck up here when a recording went bad, and I may totally, absolutely, urgently need someone like you to help out. Du hast so Probleme. Really, dude? This is how you pay me back? Yeah, not my finest hour. Was trying to figure out how to get online, and I couldn't resist the bright lights of the pier for a video. But for realsies. How about we save the lectures for after you get my cute little butt off this roof? Can you get down from there? Maybe. But what about zombies? They are way scarier here than the ones in Bel Air. But if you turn on those dodgems, the sound might lure them out of hiding. You want a light show? All right, hold tight. Oh, and you can totally use the bumper car's electricity to fry them zombies. You'll be done in no time. Okay.
Aber eigentlich wollte ich den Gordon Ramsay in Mitato finden. Und wo waren die Autoscooter? Da waren die Autoscooter. Wo mache ich die denn an? Muss ich hier extra elektrisieren. Drei Questen einfach. Da war noch auch eine Nachricht hier. Am Grund des Buckets. Steht hier irgendwo Buckets. And hey, seeing as you're fighting them anyway, I hope you don't mind, but maybe we can profit off this? Are you filming again? Hey, give me some credit, bestie. Videos are my literal life, and a true documentarian always has a camera ready. Now zap those suckers! So, jetzt werden sie gegrillt. I was expecting more of a pop there. Myth busted, I suppose. Naja, ich kann meine Elektrowaffe nehmen, ne? Okay. This is probably the humane thing to do, really. Wow! They like him. See it. Rutze, rutze! Du hast eine wunderschöne Nase. Zwei müssen noch gedreht werden. Gegrillt. Jetzt muss ich die beim Riesenrad abholen. Wo sitzt sie denn? Ach da. Ich weiß, du willst wieder mit mir quasseln. Ich wünschte, es würde nicht immer der Zaun verschwinden, wenn ich ausgespielt habe. Bestie, don't be mad. Look around. This is perfect. And terrible. Aren't you happy you're saving me from this? Hey, wouldn't it be cool to decap some heads and pop some brains out here? And I'll film it. It will totally juxtapose with this happy place vibe. Ooh. Keep a lookout for the zombie clowns. I heard a rumor that there's one here, and it is like perfect thumbnail material. Wahrscheinlich wird so auch mein Thumbnail aussehen.
es sollen jetzt Köpfe rollen. Das lässt sich einrichten. I just want to thank Ocean Park for inadvertently sponsoring this video. So, seht das, wenn die explodieren? Erstmal weg mit dem Arm. Der hat gerade den explosiven Geher vernichtet, ohne dass ich Schaden bekommen habe. Das war eine schöne Explosion. Arm abbrennen war gerade wichtiger. Ich will den treten. Keep a lookout for the zombie clowns. I heard a rumor that there's one here and it is like perfect. Den habe ich schon ausgeschaltet, Mädel. Immer wieder aus Versehen den Arm. Du hast so harte Probleme, Mädel. Getting royalties for all these guest appearances. Das kenne ich nur zu gut. Ich krieg auch nix. Die hat mal endlich Feuerrate, aber die ist scheiße. Ich glaube, der Baseballschläger ist aber in Ordnung. Ne, der ist auch kacke. Oh, wann habe ich denn mal Munition bekommen? Mal mein Inventar leeren. Nö. Jetzt habe ich noch mal nachgeguckt. Will ich nach wie vor, wie ich den Arm abtrennen soll. Was stimmt eigentlich nicht mit dir, Mädel? Das stimmt mit dir nicht. Okay. Fun fact. Few more zombies here than I remember. But you can handle this, bestie. Don't waste time knocking their gear off. Just yeet these idiots into the ocean. You got this, bestie. Just a little more. Ich soll sie jetzt ins Meer treten? Lässt sich einrichten. Ich muss nur dafür nah hier auch vorne sein, ne? Brauchst ja nicht mal anschwächen. Wahrscheinlich noch ein bisschen zu nah. Ich
Muss ich dem von hier aus einen Dropkick geben? Ich glaube, ich nehme mir mal eben kurz den Flammenkick raus. Welcher von euch ist es? Da die heiße Sohle, die muss ich mal eben kurz wegnehmen. Fange ich mir so lange den hier rein. Runter. Fall runter. Wann bist du denn aufgetaucht? Ey, warte, du bist nicht der Schreier. Wo ist der Schreier? Einmal so und einmal so. Aua. Just hope the ball actually kills the things this time. You don't mind if ich hab kaum noch Leben. Ich warte gerade nur, dass meine Bomben ready sind, dann schmeiße ich da das Teil hin und dann kicke ich die einfach runter. So, geht dahin. Runter. You got this, bestie. Just a little more. Willkommen, noch zwei. Knall dir da oben gleich eine. Die sind unten. Runter. Sie hat mir eine schöne Methode gezeigt, wie ich sie loswerden kann. Ach, danke fürs Follow, Termi. Hi. Habe ich irgendwas im Chat verpasst? Ich hoffe mal nicht. So, jetzt kann ich mir auch wieder meinen Flammen-Dropkick geben. Ich habe sie abonniert. Ich hinterlasse jetzt einen Kommentar. Und zwar: Steck dir diesen Mittelfinger, den ich gerade eigentlich hochhalte, sonst wohin. Are you even actually stuck up there? Yes, maybe, sorta. Okay, so maybe I drag things out a little, with you providing the kind of content that could keep us trending for years.
Ich trete so hart in deinen Arsch. Hey, you did great. And there's no way people will think it's fake now. And in the next video, I promise I'll get your feedback first. No way. No more videos. You get to the lifeguard tower and stay there. You keep playing with fire, you're gonna get burned as shit. Wow. You're actually mad. Where's your ambition? Look, you're clearly heated, so let's wrap for today. I can probably get out by myself now. But if we're going to beat all those other channels to a Squirm Lifetime Award, bestie, we're gonna need some fucking cojones. Follow through, commitment, yeah? Steck dir das sonst wohin? Die Frau hat doch ein Rad ab. Ich wollte eigentlich hier gucken. Die Flaschenpost wollten wir machen. Da, Bucket of Fish. Detective Carla, on the case. Hello? Anyone in here put a message in a bottle? Gute Frage. Ob hier noch einer ist. Ich glaube, der wurde schon längst gebissen. Wenn nicht, dann Hut ab. Du warst wahrscheinlich, ne? Ugh. Hate the smell of fish. Even when it's fresh. Munitionsprobleme habe ich gerade nicht. Ich lasse das Ding mal stehen. Aber bin ich eigentlich komplett behindert. Und bin da ausgerutscht. Hallo, noch wer am Leben? Du hast aber auch an alles gedacht, ne? Damit ihm bloß keiner helfen kommt. Ist das jetzt abgedreht? Nee. Jetzt mal aufhören, sie rumzustehen. Dadurch wird es auch nicht besser. Ich weigere mich, das Bucket of Fish auch nur einen Moment als Restaurant zu betrachten. Die schlecht geführte Speisekammer des Lokals hat den Kampf aufgegeben. In Nachahmung des früheren Personals hat sich auch das Essen, das ohnehin selten frisch war, verwandelt. Daher bietet die Speisekarte aus Bucket of Fish zwar endlich etwas Geschmack, aber es ist ein Geschmack, der nicht zum menschlichen Verzehr geeignet ist. Die Wände knarren dank einer ganzen Reihe von Beben und jetzt ist sogar der Weinkeller, die einzige Rettung des Buckets, karger als karg. Sogar die alteingegessenen Rattenkolonien haben sich in neue Gefilde zurückgezogen. Ich senke die Bewertung für diesen Tauchgang auf einen bescheidenen, aber verdienten Stern. Und den gibt es auch nur, weil meine Abscheu von diesem Interplus-Mob mich dazu
später diesen Stift in die Hand zu nehmen, um mich von meinem nagenden Hunger abzulenken. Dies kann einfach nicht die einzige Oase sein, die noch übrig ist. Ich habe in allen Lokalen im Umkreis vor 20 Meilen gegessen. Keiner kennt diese Gebäude besser. Ah, ich weiß vielleicht sogar, wo ich hingehen sollte. Das gegrillte Essen ist minderwertig und die Dekoration der Außensitzplätze war schon vor 10 Jahren passé. Aber die Army hat direkt neben der Eingangstür einen Hubschrauberlandeplatz eingerichtet. Wenn die Rettung naht, werde ich da sein, um die Piloten mit vollem Magen zu begrüßen. Die Gefahr, sich einen Weg durch umherstreifende Leichen zu bahnen, die mich als Festmahl betrachtet, ist nicht gerade gering. Aber verglichen mit der Möglichkeit, ausgerechnet im Bucket of Fish zu finden, ein akzeptables, ja unvermeidliches Risiko, das man durchaus eingehen kann. War das Essen hier so schlecht? That's fair. Ach, hier bin ich. Something around here. Sehen tue ich ihn hier nicht, aber da hinten ist was. Uh-oh. Poor hungry critic guy. Der uns inspirierte und den ich benannte Peer-Grill ist schlicht erbärmlich. Sie behaupten, ein Grill zu sein, obwohl das meiste Essen direkt aus der Mikrowelle stammt. Aus einer Mikrowelle, die nicht mehr richtig funktioniert. Ergo ist das Essen ungenießbar. Denn obwohl sie behaupten, frisches Essen zu servieren, ist auch das eine Lüge, denn es ist gefroren. Tiefkühlkost schmeckt nicht. Das sehe ich ein bisschen anders. Und ich habe keine Zeit zu warten, bis es aufgetaucht ist. Ich habe gegessen, was ich konnte, aber ich bin immer noch so hungrig. Und das Personal, ein Witz, kein Service, keine Würde, nur noch biestig. Ich sollte mich nicht mit einem Monster um eine Mahlzeit prügeln müssen. Nicht einmal eine funktionierende Tür gibt es. Kein Wunder, dass sie hier alles vernagelt haben. Der Grill soll verdammt sein. Ich bewerte ihn nur höher als das Bucket of Fish. Wenn er nicht das Bucket of Fish ist, 2 Sterne. Nach frischem Essen zu suchen, war ein Fehler. Zu versuchen, meinem hohen Niveau, meinen Ansprüchen gerecht zu werden. Niveau war das Wort, was du gesucht hast. War ein Fehler. Keine Reduktion und Knollen-Sellerie-Pürees mehr für mich. Ich brauche was Fettiges, Unangebrachtes und das vor allem schnell. Die Art von Fleisch, dessen Herkunft niemand kennen kann. Ich muss von meinem üblichen Faden abweichen. Normalerweise würde ich das hier nicht mal einmal als Essen bezeichnen, aber mein Gott, es ist Nahrung, die kein Verweildatum hat. Ich würde lieber was aus dem Müll fischen, als die frischen Meeresfrische dieses verfluchten Strandes jemals wieder schmecken zu müssen. Hier, Mimi, hilf. Ich brauche was essen. Ich muss was essen. Where do you go now? Habe ich den Würden von Gordon Ramsay hinbekommen? Something's chowing down round back. Du bist wahrscheinlich der Kritiker, ne? Hey man, save some for the rest of us. Mama. Fällt mir gerade so ein. Habe ich gerade so nicht die Rasserei? He had to be the guy. What was his final verdict? Wow, der erste Zombie, den ich so sehr zugerichtet habe,
dass von ihm nur noch ein Skelett übrig ist. Der ist beim Schutzanzug tanken hier. Okay, hier bin ich mal eskaliert. Must have been something he ate. Fleisch muss fress. Ja, hätte ich doch nicht mal meine geistige Behinderung ausnehmen. Nein, habe ich nicht. Es klang nur so. Ich glaube, den Hotdog, den er gegessen hat, war kein richtiger Hotdog. Familienbande. Liebes Tagebuch, ich habe seit Kindestagen nicht mehr in dich reingeschrieben. Jetzt fühlt es sich richtig an. Die letzten paar Wochen haben mir wirklich die Augen geöffnet. Davor habe ich lediglich existiert. Arbeiten, essen, schlafen, stumpf fühlen. Zwischen mir und Kate hatte sich eine immer größer werdende Kluft aufgetan. Jess hat ausschließlich Augen fürs Telefon und Benji wollte nicht mal mit mir gesehen werden. So uncool war ich für ihn. Und lebe eine einzige großspielerale Richtung. Tja, Bedeutungslosigkeit. Das alles hat sich nun geändert. Es gibt wieder Familienspaziergänge. Das Töten von Zombies schweißt uns als Familie zusammen. Jess lost sie an, Benji tritt ihnen in die Kniekehle, Kate greift sie von hinten und ich zermatsche ihnen das Hör mit meinem Hammer. Jetzt halten mich alle für einen krassen Typen. Kate kann kaum die Finger von mir lassen. Etwas besser, es hätte unserer Familie gar nicht passieren können. Danke, Zombies. Ich bin euch was schuldig. Seht ihr, die Zombies haben auch was Gutes. Hab mal gerade auf die Uhrzeit gesehen. Ich würde dann jetzt zum Rettungsturm rennen. Die andere letzte Nebenquest, die machen wir dann beim nächsten Mal. Und auch das Ding geben wir beim nächsten Mal ab. Ihr konntet mit seinem Körperbau eigentlich von dem einen Geschäft bis dahin lebend durchkommen. Und dann an einem Hotdog verrecken. Nein. Einen Schuss habe ich noch. Wer will? Wer will, wer hat noch nicht. Ja gut, ich lasse den Kumpel in Ruhe. Nein, bleib liegen. Oh, neue Suchmeldung. Ein völlig legitimer Brief. Ich konnte ihn nicht lesen. Das mache ich, sobald ich da hochgeklettert bin. As you're not a zombie in disguise. Then I'm friendly too. Name's Ezekiel. People call me Zeke. Seeing as we're all stuck out here, anything you want to trade? Ach, du bist ein Händler. Ein völlig legitimer Brief hieß das Ding. Das Ding lese ich jetzt noch. Dante, du hast ein wichtiges Paket bezüglich unserer Altersvorsorge von einem Typen namens R, der keinesfalls ich bin. Warte mir und fragt, es ist zu groß, um es in deinen Spind zu schieben, also habe ich es in meinen eingeschlossen. Nimm dir meinen Schlüssel, aber verliere ihn nicht. Sorry wegen dem Bruch, hab die Socken da drin vergessen. Wendy! Okay. Haben wir was, das wir beim nächsten Mal machen können? Ich
bin schon gespannt, wie deine heftigere Version aussieht. Na gut, Leute. Ich würde sagen, wir haben damit heute genug geleistet. Ich gehe mal kurz hier raus, mit einem Ausblick nach draußen. So, haben wir doch einen schöneren Ausblick. Came out here from the Sterling Hotel. That overpriced joint on Ocean Ave. You must be crazier than you look. Ja, teilweise. Also, wenn es euch heute gefallen hat, bei YouTube ein Abo und ein Like da lassen, weil ich das ja später noch hochlade. Ein Follow auf Twitch. Und ich würde mich an der Stelle von YouTube als allererstes verabschieden. Euch noch einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr guckt.